Wir hatten ganz schöne Startschwierigkeiten. Startschwierigkeiten mit der Inbetriebnahme unserer Heizung im Tiny House. Mhm. Und dadurch, dass uns das nicht nur Nerven, sondern auch enorm viel Zeit gekostet hat, möchten wir in dem heutigen Video etwas genauer darauf eingehen und hoffen, dass ihr vielleicht auch den ein oder anderen Tipp mitnehmen könnt, wenn ihr selbst jetzt gerade oder vielleicht auch in Zukunft euer Tiny House selbst ausbaut oder euch auch selbst um die Versorgungssysteme kümmert. Wir sind Ilan und Anja, sitzen gerade wieder in unserem Tiny House rum im Schlafloft und möchten mal mit der ersten Problematik oder Herausforderung starten. Und das war zuerst die Anbringung unseres Handtuchheizkörpers, der nicht zu unserem gesamten Heizsystem von Alde gehört, sondern ein herkömmlicher Handtuchheizkörper ist. Eigentlich ist das ja kein Hexenwerk, würde man meinen. Was ist denn da los? Ist da eine Schraube? Okay. Das ist eine Schraube. So ein hochwertiger Dübel ist das nicht, ne? Mann. Nee. Ist doch nicht rein. Und wieder raus. Also einmal haben wir schon verkackt. Wir haben es geschafft, hier ist nämlich der eine Balken, direkt in diese Verbindung zu kommen. Da war wahrscheinlich der Winkel. Ganz schön hart, ne? Mhm. Ist auf jeden Fall dafür gemacht, es nie wieder abzunehmen. Ja, einmal dran und dann... Nie wieder. Ach, nee. Also die Schrauben sind eine Katastrophe, wirklich. Das. Also würden wir sagen, immer eigene Schrauben verwenden. Oh nee. Das Problem ist, wenn die einmal durch sind, ne? Das hatten wir heute schon, da mussten wir die... Abflexen. Das macht halt keinen Spaß. Ne? Als wir den Handtuchhalter also endlich angebracht haben, kam auch schon das nächste Problem. Der Handtuchhalter war nicht dicht, also undicht, an zwei oder drei verschiedenen Stellen. Aber das haben wir nicht sofort gemerkt. Ilan hatte mir nämlich die Glykolflüssigkeit erstmal umgefüllt aus diesem Riesenkanister. Und ich krabbelte dann mit dem ersten Eimer hoch ins Schlafloft, weil dort unser Expansionsbehälter ist, in dem die Glykolflüssigkeit gefüllt wird, und fing an. Und die ersten Liter waren dann schon im System. Und plötzlich habe ich irgendwas gehört. Und es war so, Dück, Dück, Dück. Mhm. Und ich dachte, das klang nämlich nicht nach den Rohren, sondern das klang wie ein Leck. Und ich so, Liebling, ich glaube, wir haben irgendwo eine undichte Stelle. Und Ilan hat dann das Problem direkt im Badezimmer erkannt, dass das unser Handtuchhalter ist. Und wir dachten, oh nein, das kann nicht sein. Zum Glück hatten wir für die Verlegung des Fußbodens diese PE-Folie schon auf unserer Fußbodenheizung verteilt, dass die Flüssigkeit jetzt nicht irgendwie weiter in das XPS in unserem Boden absickern konnte. Es plätscherte jetzt nicht heraus, es tropfte halt ein bisschen, aber es war halt nicht dicht. Aber an drei Stellen. Ja, wir haben die am Ende, ich glaube, dreimal geöffnet, die Stelle, mit Glykolflüssigkeit. Die war dann noch im System und haben halt irgendwie versucht, das dicht zu bekommen. Wir haben jetzt dieses Band drum gemacht, dieses Dichtungsband. Und wir hatten ja Sorge, wenn wir jetzt später dann den Schlauch wieder draufstecken, dass wir einen riesen Skandal haben mit der Kühlflüssigkeit und wir total viel verschenken oder verschütten. Und während wir gearbeitet haben, hörten wir auf einmal... Oh. Und das ganze Wasser ist verschwunden und versickert in anderen Rohrbereichen. Das zeigen wir nochmal kurz. Alles weg. Wir kippen jetzt wieder was rein. Und? Bis jetzt ist alles dicht. Links auch. Da kam nämlich auch was raus. Muss auch noch fester ziehen. Ich glaube, es passt jetzt. Wir dachten also, dass wir das gut hingekriegt haben und dass alles dicht ist. Dem war aber leider nicht so. Am Ende war das Problem gelöst, als wir dann unseren Bekannten rangelassen haben, nach dem dritten Mal. Wir haben es ja dreimal geöffnet und haben dann gesagt, so, jetzt trauen wir uns nicht mehr ran. Es tropfte auch nicht mehr, wir haben alles festgezogen, aber es war wohl nicht fest genug. So, das war eigentlich am Ende die Quintessenz und wir hätten keinen Dichtungsgummi nehmen sollen oder keinen Dichtungskleber, kein Dichtungsband, genau so heißt das, sondern eher so einen Nylonfaden hat er am Ende dann verwendet und er hat das so fest zugedreht und da war wahrscheinlich der Fehler, es war einfach nicht dick genug und somit auch nicht fest genug dran. Das erkennt man auch bei uns, wenn wir, als wir den Faden verwendet haben und
ja, diese Verjüngung im Prinzip ins System gedreht haben, dass das händisch viel zu leicht ging. Als wir dann bei ihm sahen, dass er mit der Zange und ganz viel Kraft das wirklich reingedreht hat, war uns klar, okay, jetzt wissen wir, wo der Fehler lag. Und dann war es auch dicht. Dann war es dicht. So, dann kam auch das nächste Thema. Wir haben jetzt folgende Situation, seit Tagen eigentlich schon. Kämpfen wir so ein bisschen mit der Heizung. Das Problem ist eigentlich die Luft, die wir im System anscheinend haben. Das heißt, durch die Luft in den Rohren schafft die Umwälzpumpe es nicht, das Wasser durch die Rohre zu befördern. Und das schon seit 2 Tagen. Stehen wir also in engem Kontakt auch mit Alde. Und sie sagten, da müssen wir geduldig sein, auch so ein bisschen warten, bis sich diese Glykolflüssigkeit auch gesetzt hat. Das ist jetzt auch passiert. Über Nacht ist oben der Stand. Ich zeige euch mal kurz den Füllstand, den wir haben. Das ist der Expansionsbehälter unserer Heizung, unserer wassergeführten Heizung. Also der höchste Punkt. Und man sieht hier, dass der Füllstand mittlerweile unter Minimum ist. Das seht ihr jetzt aus der Perspektive nicht. Aber wir waren hier oben gestern noch. Immer als wir sie in Betrieb genommen haben, standen wir knapp über Maximum und sie sollte eigentlich knapp über Minimum sein. Und das lag daran, dass die Luft wohl die Flüssigkeit hochgedrückt hat oder keine Ahnung. Also immer im Betrieb dehnt sich ja auch das Material aus. Und wir waren absolut hilflos, haben immer mal wieder mit Alde telefoniert und haben einfach nicht verstanden, warum noch nicht mal die Rohre vor dem Kessel, also da, wo quasi alles startet oder auch aufhört, warum da kein Rohr heiß wurde und der Kessel bei 90 Grad irgendwann war. Ja, weil Luftblase hin oder her, aber wenn der Kessel an sich oder die Leitungen, die vom Kessel und in den Kessel gehen, schon was anderes, aber vom Kessel kommen, wenn die nicht mal warm sind, dann stimmt doch irgendwas nicht. Und daher haben wir natürlich gefühlt stundenlang rumtelefoniert über Tage und immer mal wieder Glykolflüssigkeit nachgegossen und uns informiert, wie kriegt man die Luft aus diesem System raus. Ja? Wir haben hier oben die Entlüftungsventile. Und dann müsste gleich Flüssigkeit rauskommen, wenn keine Luft im System ist. Und aha, guck mal einer an. So, jetzt kommt Flüssigkeit. Das ist das Highlight des Tages, dass ein bisschen Luft kam. Ja. Ja. Jetzt sind wir im Badezimmer, das ist der höchste Punkt, also der höchste Konvektor. Und wir versuchen es jetzt hier auch nochmal. Da der nicht Teil von dem Alde-System ist, machen wir das mit dem Schlüssel hier. Oh, da kam sofort Flüssigkeit. Kam keine Luft mehr. Okay. So, und jetzt gucken wir noch hier im Wohnzimmer. Und auch hier versuche ich die Flüssigkeit aufzufangen, wenn noch welche kommt. Hier kommt gleich Flüssigkeit und da kullert es auch schön runter. Und dann haben wir uns nochmal von unserem Bekannten Hefe geholt. Nice. Also, du hältst das jetzt hier auf. Das ist jetzt der Zulauf, ne? Mhm. Der Warmwasserabgang ist das. Weil diese automatische Entlüftung da aus Messing, die wir jetzt gerade nicht sehen, da oben, die scheint nicht zu laufen. Oder die hat ihren Job nicht gemacht. Jetzt müssen wir hier entlüften. Ein neuer Tag. Wir haben gestern den ganzen Tag mit dieser Heizung verbracht, damit die jetzt läuft. Und sie läuft. Und der Fehler war folgender. Vom Werk aus wird die alte Flow, die wir hier noch haben, also den Vorkessel, der wird jetzt nicht berücksichtigt. Das heißt, wir mussten auch alles einmal umarbeiten, sodass diese 3 Kreisläufe auch funktionieren. Und da haben wir eben nicht daran gedacht, dieses Rückschlagventil umzudrehen beziehungsweise auch hinter diese Entlüftung zu positionieren. Es soll so sein, dass das Rückschlagventil dafür sorgt, dass vom Zulauf aus die Flüssigkeit gehen kann, aber nicht wieder zurückkommt. Und das hatten wir leider falsch rum drin. Das heißt, die Flüssigkeit konnte hier gar nicht erst raus. Ist hier stecken geblieben. Da haben wir uns gewundert, haben hier aufgedreht. Da kam gar nichts raus. Es war alles kalt. Und die Heizung lief auf 90 Grad fast. Und das Problem lag tatsächlich hier. Tja. Jetzt, wo die Heizung funktioniert, können wir das Ganze auch an unserem Panel steuern. Und das ist ganz schön, weil wir einmal hier die... wir müssen noch ein bisschen reinkommen. Alles sehen, was aktiv ist, was gerade läuft, worüber wir auch unsere Energie beziehen, ob das Ganze dann später über Strom oder Gas läuft. Wir müssen hier nochmal den Tag und die Uhrzeit einstellen. Und über die Menüfunktion
sehen wir hier die eingestellte Raumtemperatur, die erreicht werden soll. Hier ist auch in dem Panel ein direkter Innenraumtemperaturfühler integriert. Wir möchten uns auf jeden Fall noch einen Außentemperaturfühler dann anschaffen. Das macht Sinn. Wie ihr gerade sehen konntet, in unserem System war auch schon das Gas aktiviert. Ilan hat nämlich erstmal ganz fleißig 2 11 Kilo Propanflaschen geholt. Butan, Propan ist ein Gemisch, ne? Ist ein Gemisch. Genau. Und hat diese dann erstmal das erste Mal an unserer Truma-Umschaltanlage installiert. Wer kommt denn da? Ja. Wie das aussieht. Oh. Alles wieder abgekommen. Haben wir das etwa nicht grundiert? Nee, ich hab's nicht grundiert. Ich hatte keine Lust, das zu grundieren. Und haben wir etwa auch keinen K2-Lack genommen? Wir haben keinen K2-Lack genommen. Und müssen wir das jetzt wieder alles neu machen? Ja, ich muss das alles neu machen. Abschleifen und neu machen. Aber das ist jetzt wirklich, hat keine Priorität. Ja. Nummer 1. Dass der so ausbeult, der obwohl der extra für 11 Liter Flaschen gebaut wurde. Der kann doch ausbeulen, solange der hält. Bei Gas ist immer alles andersrum, ne? Ja, na, war ja klar. Linksrum zudrehen. Et voilà. Voll bepackt. Der TÜV war ja noch nicht da, wir wollten aber, bevor wir den TÜV buchen, einfach mit ihm schon mal auf Undichtigkeit prüfen. Angeblich war erst alles dicht und als ich dann am Abend nochmal ins Haus bin, um das ganze System zu überprüfen, ist mir aufgefallen, dass es eben leicht nach Schwefel roch. Ich weiß jetzt nicht, Gas, wie ich das jetzt beschreiben soll. Immer, es riecht nach Furz. Es riecht nach Furz. Es hat so eine schweflige Note und deshalb habe ich die Gasanlage wieder deaktiviert und heute kommt er dann auch nochmal rum und prüft das Ganze dann nicht mit Seifenwasser. Wie haben wir das gemacht? Mit Seifenwasser? Sondern er bringt einen Schnüffler mit. Er bringt einen Schnüffler mit und dann wird das nochmal geprüft. Ich bin mal gespannt, wie so ein Schnüffler aussieht. Ja. Wahrscheinlich wie mein Schnüffler. Das heißt, wir haben wieder auf Strom umgeschaltet und haben uns dann den weiteren Herausforderungen gestellt. So, was jetzt also noch im nächsten Schritt ansteht, ist der dritte Kreislauf, unsere Fußbodenheizung. Denn da kommt die Flüssigkeit oder die warme Flüssigkeit nicht aufs Podest hinauf. Das liegt wahrscheinlich nicht an der mangelnden Leistung unserer Pumpe, sondern ganz einfach daran, dass wir viel zu viel Luft in unserem System haben und die Fußbodenheizung keinen Weg findet oder wir keinen Weg finden, die Luft vom höchsten Punkt der Fußbodenheizung, also unserem Küchenpodest, nach draußen zu befördern. Was wir also jetzt dann nicht alleine, sondern mit Hilfe unseres Bekannten, der auch Fachmann ist, wir umrüsten werden, ist, dass wir wohl oder übel beim Rücklauf unserer Heizung das Ganze auftrennen werden, wir ein T-Stück mit Entlüftung zwischensetzen, dass wir einmal die Luft aus der Fußbodenheizung rauskriegen. Dann sollte das Problem auch ein für alle Mal gegessen sein, aber das ist jetzt noch der nächste Step. Also wir haben ein kleines Wunder heute erlebt. Jetzt ist es so, als ich heute Morgen ins Haus kam, musste ich fast, würde ich sagen, 2 Liter Flüssigkeit, Glykolflüssigkeit für die Heizung nachkippen. Und habe mich schon gewundert, wie kann das sein, dass es immer wieder absickert? Wahrscheinlich lag es daran, dass da auch in der Fußbodenheizung eine riesen Luftblase war oder mehrere. Und die heute Abend, irgendwas hat sich da gesetzt über Nacht. Und heute Morgen, als das Haus kalt war und nachdem ich die Flüssigkeit nachgekippt habe, habe ich einfach mal gedacht, okay, nimm doch einfach mal die Fußbodenheizung wieder in Betrieb, weil irgendwo muss die Flüssigkeit ja hin. Ich dachte erst, wir haben Leck. Und siehe da, sie wurde warm. Und zwar Zulauf und Rücklauf auf dem Podest. Ich zeige euch das mal. Das hier ist der Zulauf. Der wurde warm und der Rücklauf war dann auch warm. Rücklauf an der Heizung selbst, also am Mischerpaket, wurde auch warm. Erstmal kalt, ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Rücklauf kalt ist. Heißt, die zieht anscheinend dann auch die kalte Flüssigkeit aus den Rohren erstmal und sorgt für Zirkulation. Irgendwann wurde der Rücklauf auch warm, da wusste ich, wow, wir haben es geschafft. Was soll ich dazu noch sagen? Neuer Tag, neues Glück. Wir nehmen das Video jetzt auch einige Tage später auf. Das System lief jetzt 6 Tage reibungslos, ohne Probleme. Und gestern Abend ging hier der Strom aus, beziehungsweise ist uns der FI-Schutzschalter rausgesprungen. Aber nicht nur einmal? Nicht nur einmal. Und wir wissen noch nicht, wo die Quelle ist, oder der Ursprung des Problems.
Das heißt, momentan haben wir wieder keine Heizung, weil diese natürlich keinen Strom hat. Ja, wir mussten also doch den kleinen Lüfter wieder reinstellen und man hat das Gefühl, wieder ein paar Schritte zurückgeworfen worden zu sein. Wir sind einfach so froh, wenn irgendwann das Thema abgeschlossen ist, möchten aber auch alle ermutigen, weil wir uns natürlich auch mit anderen Tiny House Bewohnern austauschen oder Häuslebauern allgemein, dass es ganz normal ist und dass es immer, ob kleines Haus oder großes Haus, immer Herausforderungen und Probleme geben wird, denen man sich stellen muss. Mhm. Und ich meinte dann auch übers Telefon zu einer Freundin, Mensch, wie könnt ihr nur damit umgehen? Immer kommt irgendwas Neues und uns stresst es zum Teil so. Und sie meinte, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich kann euch beruhigen, ihr lernt, damit besser umzugehen und irgendwann kann man auch darüber schmunzeln, aber die Probleme werden nie aufhören und daran wächst man und ja, deshalb wollten wir euch mit auf diese Reise nehmen und euch auch mal von unseren Problemen erzählen oder warum die Fußbodenverlegung nicht so schnell von der Hand ging, wie wir das geplant hatten. Aber bis gestern lief alles reibungslos. Ich glaube eher, es liegt daran, dass hier noch einige Steckdosen offen sind. Es bleibt spannend, es bleibt turbulent. Wir halten hier alle auf Trab. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch weiterhin über neue Videos informiert werdet. Wir machen uns jetzt wieder an die Arbeit und versuchen mal die nächsten Probleme zu lösen und uns den Herausforderungen zu stellen. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.